What if this Fantastic Four? Isis Comics soll schon sozusagen eine Art Tribut zu Mike Waringa werden. Isis Heft ist nämlich eine Fortsetzung zu den drei etwas älteren Fantastic Four Heften, als die Fantastic Four angeblich tot waren. Ich glaube, der Leser kapiert hier schon sehr schnell die Ironie. Weil nämlich der Todestag der Fantastischen Vier sollte in diesem Sinne auch der Todestag von Mike Waringo sein. Übrigens, Mike Waringo starb an einem Herzschlag. Schade, hat er sich bei Spider-Man gezeichnet und auch für Superman mal kurze Zeit. Weil der Todestag der Fantastischen Vier, warum sollte man ihn ausgerechnet mit Mike Waringo vergleichen? Ich weiß es so, weil Mike Waringo sich gut mit den Fantastic Four angefreundet hat und sie auch gern gezeichnet hat. Es war nämlich so. Hier im Team haben wir den Grauen Hulk, Wolverine und Ghost Rider und leider Spider-Man. Ich weiß, ich habe schon mal übrigens erwähnt, dass Spider-Man hier ein wenig fehl am Platz ist bei diesen ganzen Anti-Helden. Aber kommt, seid doch mal ehrlich. Bei solchen Typen wie Hulk, Wolverine oder Ghost Rider pure Anti-Helden, was hat das Spider-Man zu suchen? Gut, andererseits ein bisschen Humor kann ja nicht schaden, aber ich hätte auch viel lieber Deadpool genommen. Hier wird nochmal gezeigt, wie die fantastischen Quellen geht ins Gras gerissen haben. Hier sind sie nochmal auf der Beerdigung der Fantastischen Vier. Wirklich ein trauriger Tag für einige Helden. Doch auch draußen geht gerade richtig die Post ab. Der Super Skrull steht durch, halb verpasst ihn rein und Wolverine hackt ihn in den Arm ab. Und zum Ende kriegt die Skrull-Bitch nochmal eins mit dem Strafblick von Ghost Rider. Also die neuen Fantastischen Vier haben sich auch einen großen Namen gemacht und sind es leider auch in der Zeitung. Wie schon gesagt, bekämpfen hier einige Verbrechen, ein paar gute alte Feinde der Fantastischen Vier und sogar Sandman ist hier sogar zu sehen. Hier kommt nochmal Ghost Rider und schiebt schnell eine Flamme. Ernsthaft, das wäre doch eine richtig coole Waffe gegen Sandman. Er könnte doch, also Ghost Rider könnte doch Sandman einfach verbrennen oder zu Glas starren lassen, dann zerschlägt er ihn. Aber leider war das ja aber auch nur ein Warnsignal, um die anderen Mitglieder anzulocken. Und wem müssen sich die Mitglieder stellen? Ein paar von dämonenbesessenen Pendants der Helden. Abomination, Sabretooth, Venom und Sandman. Eigentlich ein ganz cooler Fight, finde ich. Und was zum Beispiel ein noch größeres Mysterium ist, wieso zur Hölle steckt denn jetzt nun Mephisto hinter Dr. Doom? Also, ich muss euch leider sagen, das Heft erschien wieder nicht in Deutschland. Aber wer sich's bestellen will, also ich kenne Webseite, die sind, was US-Comics anbelangt, einfach unschlagbar. Nämlich Andy's Comics Express. Ich kann euch ruhig meinen Link zu dem Comic schicken, okay?